Und damit herzlich willkommen zu Far Cry 5. Endlich ist es soweit. Endlich. Nur so, es ist blind, logischerweise, weil ich, ja, das Erscheinungsdatum ist heute. Heute ist der 27.03.2018 halt. Und ja, an dem Tag kommt es sowieso für alle Konsolen, glaube ich, raus. Glaube ich, oder für PC später, keine Ahnung. Also für Xbox One und für PS4, wo ich jetzt spiele, ist es heute rausgekommen. Das heißt, ich bin gleich. Hab's installiert, zum Glück, wirklich zum Glück, das hat mich echt gewundert, ging es nur eine Dreiviertelstunde zum Runterladen. Also es ging easy going, ich dachte, das dauert den ganzen Tag. Aber ne. Und was ich weiß, ich habe versucht, mich so wenig zu spoilern, wie es geht. Ich weiß nur, dass es irgendwie um einen Typen geht, also der Boss, der Bösewicht halt, der hat irgendeine Sekte, also es geht um Religion, irgendwie sowas. Der hat eine Sekte. Und das war's, was ich weiß von dem. Und irgendwie, man kann irgendwie mit Jets herumfliegen, ne, mit Jets, mit Flugzeugen kann man irgendwie herumfliegen, also anscheinend ist die Welt noch größer als in den anderen Far Cry, das ist noch geiler. Und man kann auch wie in Far Cry Primer irgendwie die Hunde kontrollieren, oder irgendwie kann man irgendwen kontrollieren. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber das werden wir auch herausfinden. Weiß ich sonst noch irgendwas, was ich vielleicht mitbekommen habe? Nö, eigentlich nicht. Naja, und es gibt halt wieder Waffen, also nicht so wie in Far Cry Primer, wo es den Bogen gab und so ein Kack. Ne, es gibt zum Glück normale Waffen. Also. Und ich habe mir das überlegt, ich werde versuchen, wahrscheinlich, mal gucken, alle Nebenmissionen auch zu machen. Weil es ist ja Open World, ich habe ja gesagt, ich mache keine Open World mehr, aber ich dachte mir beim Far Cry 5, beim 9, come on, da kann man schon mal hier alles austesten und nicht austesten, alles spielen, was man spielen kann und ja. Und die ganze Kacke spielt in Hope Country. Denn Hope County, oder, ja, okay, also in Hope. Denn USA ist sowieso mein Lieblings. Will ich jetzt nichts falsch sagen. Ja, Amerika ist mein Lieblingskontinent, sagen wir so. Und ja, die ganze Kacke spielt in Amerika. Ist ja auch jetzt, ist ja auch gestanden. Die ganze Kacke spielt in der heutigen Zeit. Und ja, da bin ich mal gespannt. Also, bin mal gespannt, ob es hier so viel Wald gibt, weil jetzt anscheinend gibt es ja. Ist ja irgendwas eher mit Städten und so. Aber ich laber schon wieder viel zu viel. Wir fangen jetzt einfach mal an. Das wäre eine Idee. So, Profil, ja, Anmeldung als Vega 032. Yep, so heiße ich bei der PS4. So, come on. Ich will jetzt zocken. Hä? Was? Wir können unseren eigenen Charakter machen? Halt die Schnauze, echt jetzt? Wir sind Cop? Okay, das gefällt mir jetzt schon mal hardcore. Ja, wir sind Mann. Ja, wir sind ein Mann, okay. Diese Änderung wird dauerhaft angewendet und kann nicht mehr geändert werden. Joa, I like. Cool. Können wir uns dann auch vielleicht so irgendwie anziehen, so anders und so? Weil bei den anderen Teilen waren wir irgendwie. Das ist der Bösewicht, glaube ich. Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt. Der Vater. Was? Was? Was hat der eingeritzt überhaupt? Greed, Lust oder Last? Der heißt Laster auf Deutsch. Keine Ahnung. Ah, das ist der Ladebildschirm oder was? Aha, okay. Ich bin gespannt. Leck mich am Arsch. Und es gibt auch, glaube ich, noch so einen Bonusinhalt. Den will ich dann auch noch zocken. Aber jetzt zuerst mal die Hauptstory hier und so weiter. Hast du mehr Waffen? Was? Den Vorteil aus dem Prepper-Baum, um mehr Waffen und Munition tragen zu können. Prepper. Was? Frag mich nicht. Okay, Widerstand, aha, aha. Okay, so, Intro. Montana. Big Sky Country. Der Treasure State. Die Menschen haben viele Namen dafür. Für mich ist es ein Zuhause. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht. Wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant. Es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich einen Scheiß.
Wir sind Gott allein. Verlangt, dass wir die verlorenen Seelen retten, ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Und einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Zusammenbleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden. Rookie! Alles klar, Leute! Aufpassen! Los geht's! Okay, un momento. Uno secundo. So, sorry, dass jetzt hier die ganze Spannung raus ist, aber ich muss hier was gucken. Die Quest ist jetzt da. Wo ist diese Scheiße? Steuerung? Vertikales Umsehen ein. Was ist das, was ich brauche? Sehr gut, alles klar, passt. Warte mal, kann ich irgendwie die Untertitel auch oder so? Oder geht das? Gameplay, Audio. Musik, Untertitel ist aus. Machen wir Untertitel ein. Was traditionelles Chinesisch, nennt ihr da?
Mal gucken, ob. Mal gucken. Bleibt an mir dran! Augen auf! Diese Leute kriegen gleich mal einen Schreck. Deswegen bin ich auf die Zulassung. Freuen die denn hier? Ruhig. Bleibt alle ganz ruhig! Das macht einfach euer Ding, das hier geht euch nichts an! Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Grundgütiger, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Meine Waffe werden sie respektieren. Man kann nicht jedes Problem mit einer Kugel lösen, Marshall. Mach dich auf den Weg. Das ist doch die Kirche, die vom Anfang, oder? Wo der Typ hier herumpriestert, oder? Ja, das Zeichen ist das. Nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unmoral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Sheriff, es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur Scheiß drauf. Joseph Seed. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor und lassen die Hände da, wo ich Sie sehen kann. Na? Da sind Sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und Sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment! Nehmen die Hand von der Waffe! Abwarten und ruhig bleiben! Ganz ruhig! Jetzt beruhigen wir uns! Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm und sieh! Treten Sie vor! Und ich sah. Und siehe. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Leg den Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen.